ist offen. Ah, jetzt aber, Frau Frick, was führt dich da hin? Thomas, bitte sei nicht so zu mir. Ja, nimm es nicht persönlich, es ist nur so eine Phase. Ja, das kann ich verstehen. Ja, dann reden wir besser ein anderes Mal. Nein, ich muss dir was sagen. Das betrifft deine Prüfung. Ja, da gibt's nichts mehr zu sagen. Oh, doch, das gibt es allerdings. Du kannst mir glauben, ich habe einige schlaflose Nächte hinter mir, aber jetzt bin ich hier. Oh Gott, du siehst ja scheiße aus. Cool, das hast du mir will sagen. Nein, dass du nichts dafür kannst. Es ist Fricks Schuld. Was, Fricks Schuld? Michael hat dafür gesorgt, dass du durch deine Prüfungen fällst. Was? Damit er dich bei Blanc als Nachfolger präsentieren kann. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich irre, aber es ist so. Kannst du dich bitte ein bisschen frisch machen, dann gehen wir was essen. Was soll das? Du kommst an und behauptest, die Mann hat mich durch die Prüfung gehalten und jetzt willst du mit mir essen? Es gibt noch viel mehr zu erzählen. Es ist viel passiert in letzter Zeit und ich habe vieles verstanden. Bitte. Bitte, Thomas, mach dich fertig. Aber dann müsste Michael ja dafür gesorgt haben, dass der Ursa die Jobs bekommen hat, die in Amerika war. Ja, das hat er ja auch. Ich glaube das einfach alles nicht. Es ist aber leider wahr. Scheiße. Ich habe Ursa so Vorwürfe gemacht, weil sie gekokst. Aber die Drogen genommen hat ja wohl immer noch er. Ja, aber um das geht es im Moment nicht, oder? Nein, du hast recht. Was ich einfach immer noch nicht begreife, ist, wieso sagt Michael dir das jetzt alles? Ich hab's rausgefunden. Ah. Und wie? Einiges, nicht alles, aber einiges habe ich schon länger gewusst. Und in Amerika war ich ja mit ihm. Ich weiß, Thomas, das war nicht in Ordnung und ich hätte dich sofort informieren sollen, aber ich... Du hast von Anfang an gewusst, was mit dem Urs läuft. Ja. Du hast die ganze Zeit gewusst? Du hast zugeschaut, wie einer fast an Drogen krepiert und wie meine Beziehung den Bach abgeht. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich weiß. Ja, am besten gar nicht mehr. Wieso hast du das gemacht? Hast du dich recht? Was? Nein, wieso denn rächen? Gib's doch jetzt wenigstens zu. Du hast dich rächen, weil ich da nicht mitgemacht habe, wo du das Kind von mir wählst. Nein, Thomas, oh Gott, das ist doch längst vergessen. Es war wegen Frick. Ich brauchte sein Vertrauen. Sogar auf Kosten unserer Freundschaft. Ich weiß, es war ein Fehler. Ja, allerdings. An Frick ist Vertrauen. Thomas, warte doch mal. Ich weiß, du bist wütend, das verstehe ich ja. Aber ich will, dass du weißt, dass ich dir das alles nur erzählt habe, weil ich Frick ausschalten will, für immer. Aber das schaffe ich nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe.